Voor EBSD moest man over een arbeidsdistans zijn tussen 16 en 22 mm. Jetzt sind wir auf 25 mm, dat is dan te veel. Man kan dan, wenn möglich, deze Z-Wert kleiner maken, dat die probe hochgefahren wordt en zo dat die arbeidsdistans ook kleiner wordt. Zum Beispiel, jetzt brauchen wir een 4 mm, moet man dat hochfahren, dat we auf 21 komen. Man kan einfach auf Z klicken en hier dan, jetzt zum Beispiel 58 einstellen und Enter. Und dann geht die Probe automatisch hoch bis 58. Man sieht jetzt, dass die Focus nicht mehr gut ist. Man macht jetzt die Focus wieder. Und dann wird auch jetzt ist die Arbeitsdistanz, kann man dann wieder sehen, ist jetzt auf 21 mm. Und das ist dann gut für EBSD.